Deswegen für mich sind es drei Fragen, die sich jeder beantworten muss. Nummer eins, wie bleibe ich relevant? Also sprich, wie kriege ich Begehrlichkeit erzeugt? Zweite Frage, was sind die richtigen Strukturen, Prozesse und neu, was sind die richtigen Analytics? Und wie kriege ich Mittel freigesetzt, das heißt Cashflow, um den Wandel zu finanzieren? Sprich, wie operiere ich in diesen Zeiten effizient, wo erheblicher Margendruck vorherrscht? Kanal egal ist das Motto. Nach einer langen Diskussion fanden wir das als das Kernelement, weil zum Schluss ist es dem Endkonsumenten total eben egal, wie man ihn erreicht oder die berühmten Customer Touchpoints. Es geht nicht um stationär, es geht nicht um online, es geht nicht um Apps, es geht nicht um Newsletter, sondern es geht um alles. Das heißt, jeder Berührungspunkt mit dem Kunden muss gleich sein und dort eine einzigartige Erfahrung bieten, die Experience, wie wir es heute schon mehrfach gehört haben, in den Vordergrund rücken. Und deswegen, egal wo, egal wann, jederzeit, Kanal egal. Ich glaube tatsächlich, der deutsche Retail ist so ein bisschen, wie auch viele Geschäftsmodelle in Deutschland, in einer ziemlich unangenehmen Sandwich-Position. Auf der einen Seite zusehen zu müssen, wie Amazon wächst, und auf der anderen Seite tatsächlich mit Alibaba leben zu müssen, die irgendwann den europäischen Markt erreichen. Ich glaube, es ist tatsächlich irgendwie so 5 vor 12. Ich glaube, die Herausforderung aktuell ist, dass nicht nur im Einzelhandel, sondern generell eigentlich gesellschaftlich wird das, was passiert im Kontext Retail, eigentlich komplett unterschätzt. Das heißt, es hat gar keine ausreichende gesellschaftliche Awareness aktuell, was dort passiert. Nämlich, dass die Plattformökonomie in einer Art und Weise etablierte Einzelhandelsstrukturen wird aus den Angeln heben, jetzt in wenigen Jahren, was zu völlig neuen Planungskonzepten für Innenstädte führen wird, zu Quartiersentwicklungen führen wird, zu einer Neubewertung von Shopping-Mall-Projekten und dergleichen. Und das findet meiner Meinung nach nicht ausreichend Berücksichtigung. Und das ist meine Motivation, dafür den Anstoß zu geben, einzupreisen, wo wir in 3 bis 5 Jahren stehen werden. Warum das Spielfeld? Ja, logisch, weil wenn man sich mit dem Thema digitales Business, Handel 4.0 beschäftigen will, dann kann man das eigentlich nur in Berlin tun. Punkt. Die Großen haben jahrzehntelang nicht richtig investiert, sind überhaupt nicht mehr auf Ballhöhe. Die Häuser sehen schlimm aus. Die Kleinen, also die Monobrand-Stores, haben es übertrieben mit der Expansion, sind nicht mehr begehrlich. Und so sieht die High Street auch aus. Die Fußgängerzonen sind austauschbar und langweilig. Und das ist das, was der Kunde doof findet. Und deswegen kommen die nicht. Die Alternativen sind einfach, easy. Und unser stationäres Stadterlebnis ist eigentlich nur durch die Gastronomie schön. Es tut mir leid, das aussprechen zu müssen, aber der Handel ist nicht mehr sexy. Die Produkte sind gut, aber die Präsentation ist überwiegend Mittel. For me, it's everything is about, it's end consumer focus. You need to be convenient, you need to take away friction. You need to make it easy for end consumer to explore and consume your brand. If you don't do that, you're dead. I think Dachmacher Forum is a perfect fire site where people can join together, squeeze up by the fire and actually dare to share both challenges and fears and opportunities. It's definitely needed. Der deutsche Retail ist erfolgsverwöhnt über Generationen. Der hat recht gehabt in Annahmen, die sie sich selbst gemacht haben, die nicht zahlenbasiert waren, und haben damit neue Erfolge gefahren. Und jetzt sind wir an einer Stelle, wo diese Erfolge ausbleiben. Und jetzt trauen sich viele nicht, die Probleme beim Namen zu nennen. Und deswegen auch dieses Forum, um darüber zu sprechen, um die Leute dazu zu bewegen, die Probleme offen zu äußern und die Mehrwerte aus dem Miteinander sprechen zu holen.